Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Im letzten Jahr, als wir eigentlich die erste Hofmann Expo nach der Corona-Pause gemacht haben, haben wir ja gedacht, dass in diesem Jahr 2022 sich alles wieder mehr oder weniger normalisiert hätte. Aber so ein bisschen haben wir uns, glaube ich, geirrt. Wir sind weiterhin durchaus in turbulentem Fahrwasser. Denn Corona beschäftigt uns leider doch noch etwas weiter. Es gibt deshalb nämlich immer noch in vielen Teilen der Welt Lockdowns, vor allem in China, gerade wieder aktuell in Peking. Und hinzugekommen ist leider in diesem Jahr auch der Krieg in der Ukraine. Das alles hat erhebliche Auswirkungen auf die Lieferketten. Liefertermine von Rohstoffen und Zukaufteilen sind in höchstem Maße unsicher geworden. Man ist ja dann schon froh, wenn man überhaupt die Teile irgendwann kriegt. Und ist etwas knapp, gilt das, was für alle knappen Güter gilt, der Preis steigt. Wir befinden uns jetzt in einer Phase der Inflation. Das hier sind die Erzeugerpreise, also die Preise für Rohstoffe und Industrieerzeugnisse. Und die sind auf Jahressicht um 14% gestiegen hier in Deutschland. Durchschnittlich, denn einige Teile sind ja noch erheblich mehr gestiegen. Wobei die Energiepreise in diesem Diagramm gar nicht berücksichtigt sind. Wenn man die mit einbezieht, sind die Erzeugerpreise auf Jahressicht sogar um unglaubliche 45,8% gestiegen. Das ist der höchste Anstieg seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1949. Wir alle müssen jetzt unsere Unternehmen durch diese Phase hindurch navigieren. Aber als Unternehmer kann man ja etwas unternehmen, man hat Handlungsmöglichkeiten. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass der eine oder andere vielleicht in dieser turbulenten Phase möglicherweise nur ein begrenztes Budget zum Investieren zur Verfügung hat. Aber trotzdem auch jetzt in die Zukunft investieren möchte. Zum Beispiel neue Technik oder er möchte vielleicht neue Markierungsmaterialien in seinen Markt einführen. Vielleicht Materialien mit besseren Eigenschaften, die dort noch nicht verwendet werden. Denn so könnte man sich ja schon jetzt in Pole Position bringen für den nächsten Aufschwung. Deshalb habe ich mir gedacht, es geht heute um Markiermaschinen, die unterschiedliche Typen von Markierungsmaterialien verarbeiten können. Sozusagen 2 in 1. Zum Beispiel Thermoplastik und Kaltfarbe auf einer Maschine. Damit kann man auch mit begrenztem Budget breit aufgestellt sein und einen großen Marktbereich abdecken. Und natürlich gibt es noch andere Gründe als das Budget, die in dem einen oder anderen Fall für eine solche Maschine sprechen. Der Standardmaschine sollen heute die Konzepte Kombimaschine und Maschine mit Wechselaggregaten gegenübergestellt werden. Zunächst die Standardmaschine, so wie die meisten sie kennen. Standard heißt ein Materialtyp, eine Maschine dafür. Hier auf dem Foto beispielhaft eine H18-2 für die Verarbeitung von Kaltplastik mit einer Dosierpumpe. Damit kann man dann Glattstriche, Agglomerate, Spotflex-Markierungen machen. Der Behälter und die Applikationsvorrichtungen sind alle fest am Maschinenrahmen installiert. An der Maschine ist nur das angebaut, was für die Applikation des jeweiligen Materialtyps notwendig ist. Das heißt, die Komplexität der Maschine ist nur abhängig vom verwendeten Applikationsverfahren und damit geringst möglich. Geringe Komplexität bedeutet Bedienerfreundlichkeit. Keine Leitungen, Hähne oder Schalter, die für die aktuelle Applikation gar nicht benötigt werden und nur verwirren.
oder sogar die Gefahr einer Fehlbedienung bieten. Bei den Standardmaschinen gibt es die meisten Maschinengrößen und Ausrüstungsvarianten. Hier hat man die volle Auswahl. Und bei jeder Maschinengröße kann die jeweils größtmögliche Behältergröße installiert werden. Aber ein Materialtyp, eine Maschine, bedeutet, wird ein anderer Materialtyp benötigt, muss eine zweite Maschine verwendet werden. Anders die Kombimaschine. Sie ist für die Verarbeitung von mehreren Materialtypen geeignet. Hier auf dem Foto sind zwei Kombimaschinen abgebildet. Vorne eine H33, noch das Dreiermodell. Für die Applikation für spritzbare Thermoplastik mit einem Druckbehälter sowie für die Applikation von Thermoplastik mit einem Extruder. Dahinter steht eine H33 für die Applikation von Kaltfarbe im Airless-Spritzverfahren mit Pumpe und auch eine Ausrüstung für Thermoplastik mit einem Extruder. Bei Kombimaschinen müssen wir also unterscheiden. Kann für die unterschiedlichen Materialtypen der gleiche Behälter verwendet werden? Oder sind zwei unterschiedliche Materialbehälter notwendig? Wie zum Beispiel bei Kaltfarbe und Thermoplastik. Zunächst die Kombimaschinen mit gleichem Behälter. Übliche Materialkombinationen sind schon zum Beispiel Kaltfarbe und Kaltspritzplastik. Denn für jede Pumpe für Kaltspritzplastik kann auch ganz normale Kaltfarbe verarbeitet werden. Dann spritzbare und extrudierbare Thermoplastiken, wie auch hier auf dem Foto zu sehen. Die haben auch den gleichen Behälter. Und Kaltplastik und Kaltspritzplastik. Das wird auch manchmal kombiniert. Dadurch, dass für beide Materialtypen der gleiche Behälter verwendet werden kann, gibt es kaum Einschränkungen bei den Behälterkapazitäten. Teilweise können auch die gleichen Applikationsvorrichtungen verwendet werden. Zum Beispiel bei Kaltfarbe und Kaltspritzplastik. Denn mit einer normalen 2K-Pistole kann ich auch Einkomponentenmaterial verarbeiten. In diesem Fall steigt die Komplexität der Maschine kaum. Aber bei anderen Materialkombinationen sind mehrere Applikationsvorrichtungen an den ein und denselben Behälter angeschlossen. Die jeweils nicht verwendeten Einheiten müssen dann abgesperrt und außer Betrieb gesetzt werden. Das heißt, die Komplexität steigt dann. Die Maschine wird dann unübersichtlicher und ist nicht mehr ganz so bedienerfreundlich wie eine normale Standardmaschine. Bei einigen Materialkombinationen muss zudem die Verschmutzungsproblematik bedacht werden. Zum Beispiel bei der Kombination mit spritzbarer Thermoplastik und Extruder. Denn dieser Sprayplastik-Spritznebel, der kommt überall hin, haftet überall an und eben auch am gerade nicht verwendeten Extruder. Und der leidet dann entsprechend. Also in diesem Fall sollte dann zumindest eine Schutzhülle über den Extruder gezogen werden, wenn dieser nicht benutzt wird. Beim Wechsel des Materialtyps muss der Behälter entleert werden und kann dann mit neuem Material befüllt werden. Das ist aber nur gültig, wenn sich die Materialien untereinander vertragen. Es kann auch sein, dass die Materialreste des vorher verwendeten Materialtyps die Qualität der neuen Bankierung negativ beeinträchtigen oder sogar deren Applikationssysteme lahmlegen. So ist es beispielsweise beim Wechsel von Kaltplastik auf Kaltspritzplastik. Wird hier nicht gründlich gereinigt, können die im Kaltplastikmaterial beigemischten Glasperlen und Griffigkeitsmittel die Farbfilter und Spritzdüsen der Farbpistolen verstopfen. Das heißt, wenn sich die Materialien nicht vertragen, muss der Behälter nicht nur entleert, sondern auch gründlich gereinigt werden.
Das entfällt bei einer Kombimaschine mit zwei getrennten Behältern. Dann können für die gewünschten Materialtypen nicht die gleichen Behälter verwendet werden. Es müssen dann Behälter und Applikationseinheit parallel auf der Maschine installiert werden. Das Gute beim Umbau und Materialwechsel: müssen keine Behälter gereinigt werden oder es muss nichts umgebaut oder abgesperrt werden. Übliche Materialkombinationen sind zum Beispiel Kaltfarbe mit Thermoplastik, wie hier im Foto auch zu sehen. Ist Thermoplastik. Kaltfarbe und spritzbare Thermoplastik wird kombiniert und manchmal auch Kaltspritzplastik und Kaltplastik. Aber nicht alle Kombinationen sind möglich bzw. sinnvoll. Einerseits aus Platzgründen, weil sich Behälter und Applikationseinheiten bei einigen Systemen einfach nicht auf der gleichen Maschine unterbringen lassen. Andererseits aber auch aus Gründen der Unfallgefahr. Denn so ist zum Beispiel die Kombination von zwei Komponentenmaterialien mit Heißfarben nicht üblich, weil der Härter für zwei Komponentenmaterial brennbar ist. Auch hier ist wieder zu bedenken, dass es bei einigen Materialkombinationen zur Verschmutzung der gerade nicht verwendeten Applikationssysteme kommen kann. Und auch wichtig, da beide Ausrüstungen parallel installiert sind und jeweils ihren Platz benötigen, müssen kleinere Behälter verbaut werden. Das ist eigentlich der Hauptnachteil dieser Kombimaschinen. Denn man fährt dann mit einer großen Maschine durch die Gegend, hat trotzdem relativ kleine Behälter installiert und muss häufig nachfüllen. Sinnvoll kann dieser Typ aber sein, wenn zum Beispiel zwei unterschiedliche Materialien appliziert werden, das Auftragsvolumen aber so klein ist, dass der Einsatz bzw. die Anreise mit zwei getrennten Maschinen nicht lohnt. Dann ist man mit einer solchen Maschine besonders flexibel auf der Baustelle unterwegs. Kommen wir zum Wechselaggregat. Bei Maschinen mit Wechselaggregat ist Behälter und Applikationseinheit vom Maschinenrahmen demontierbar. Eine Grundmaschine kann so für mehrere Ausrüstungen genutzt werden. Dadurch, dass die Behälter gewechselt werden und nicht parallel installiert sind, können größere Behälterkapazitäten verbaut werden. In den meisten Fällen sogar die gleichen Kapazitäten wie bei Standardmaschinen. Aber auch hier ist nicht alles mit allem kombinierbar, denn es müssen auch unterschiedliche Rahmenformen beachtet werden. Zum Beispiel eine Ausrüstung für Kaltplastik, wie in diesem Fall, ist nicht so gut zu kombinieren mit spritzbarer Thermoplastik, dann wäre der Sprayplastikbehälter relativ klein, was wahrscheinlich keinen Sinn macht. Vorteilhaft ist, dass der Behälter für einen Wechsel nicht entleert oder gereinigt werden muss. Sinnvoll kann eine solche Maschine aus unterschiedlichen Gründen sein. Man erhält zwei vollwertige Maschinen, aber günstiger als zwei Standardmaschinen. Das macht Sinn, wenn das Budget begrenzt ist oder aber wenn zwei Maschinen aufgrund des Auftragsvolumens nicht sinnvoll ausgelastet werden können. Ein weiterer Aspekt kann die Zukunftssicherheit der Investition sein, nämlich wenn man nicht weiß, in welche Richtung sich der Markt entwickelt. Man kann dann schon beim Kauf der Grundmaschine Vorbereitung treffen für spätere Ausrüstung und dann ein zweites oder drittes Aggregat erst nachkaufen, wenn der Bedarf dann wirklich entstanden ist. Das kostet natürlich zunächst etwas mehr, weil die Grundmaschine vorbereitet werden muss, was Hydraulik und Elektrik betrifft, aber sicher weniger als eine ganze Maschine, die sich als Fehlkauf entpuppt hat, weil der Markt sich in eine andere Richtung entwickelt hat. Auch wenn man einen neuen Materialtyp in den Markt einbringen will, geht man mit einer solchen Maschine ein geringeres Risiko ein. Weil dann hat man am Anfang ja meist geringe Auftragsgrößen und manchmal nur Teststrecken. Aber die Maschine kann dann mit einer anderen Ausrüstung
ausgelastet werden und steht nicht rum. Damit Behälter und Applikationseinheit von der Grundmaschine getrennt werden können, sind die betreffenden Hydraulik, Pneumatik und Elektroleitung mit Schnellkupplung ausgerüstet. Beim Wechsel wird der Behälter dann mit einem Gabelstapler, bei einigen Aggregaten auch mit einem Kran, von der Maschine genommen. Muss vorher natürlich beim Maschinenrahmen abgeschraubt werden. Der Behälter ist dafür mit so Gabelstapleraufnahmen versehen, wo ich mit den Gabeln reinfahren kann. Der Umbau sollte dann sinnvollerweise in einer Werkstatt erfolgen, denn es könnte Dreck in die Hydraulik oder Pneumatik gelangen, wenn die Schnellkupplung und Leitung nicht sauber verschlossen werden. Und das kann dann natürlich später Probleme verursachen. Anzumerken ist auch, dass bei einigen Ausrüstungen die Notwendigkeit besteht, eine Trennung in drei Baugruppen vorzunehmen. Also Grundmaschine, Behältereinheit und Applikationseinheit. Das ist in der Regel dann der Fall, wenn Schläuche innen durch den Rahmen geführt werden. Zum Beispiel bei Ausrüstungen für Kaltplastik, wo die Applikationssysteme am Maschinenrahmen installiert sind und nicht direkt am Behälter und zusammen runtergenommen werden müssen. Und das erhöht den Umbauaufwand doch erheblich. Weil insgesamt muss man sagen, dass der Umbauaufwand bei einem Wechselaggregat nicht gering ist. Also ich schätze so, man kann da schon einen halben Tag für veranschlagen. Die unterschiedlichen Materialtypen sollten also nicht ständig gewechselt werden, sondern über längere Phasen gefahren werden, damit das System mit Wechselaggregat Sinn macht. Eine Sonderform bzw. Weiterentwicklung der Wechselaggregate ist die Maschine mit geteiltem Rahmen. Die Variante ist aber nur für H18 verfügbar. Hier im Bild eine H18-2, ausgerüstet mit einem Drehbehälter für einen schnellen Seitenwechsel, für Kaltplastik mit einer Dosierpumpe. Und dahinter ein Thermoplastiksystem mit Extruder, auch mit einem Drehbehälter. Der Maschinenrahmen ist bei diesen Maschinen mit einer stabil ausgeführten Trennstelle versehen. Es ist eine kraft- und formschlüssige, spielfreie Verbindung. Da wird der Vorderrahmen hier auf die Zapfen des Heckrahmens geschoben und dann hier seitlich mit dieser Klammer, die hier eine konische Fläche ausweist, zusammengezogen. Es wird also nur der Behälter von der Maschine genommen, nicht der Behälter von der Maschine genommen, sondern der gesamte Vorderrahmen abgekoppelt. Dafür ist der Heckrahmen dann mit Stützen versehen, die hinten angesteckt werden, und auch am Vorderrahmen werden Räder angesteckt. Schläuche und Kabel sind natürlich wieder mit Schnellkupplung versehen. Und das Gute, ein Gabelstapler oder Kran ist hier in diesem Fall nicht notwendig. Der große Vorteil ist, dass man nicht nur den Behälter, sondern die komplette Applikationseinheit auf dem Vorderrahmen montiert lassen kann. Bei viel Ausrüstung ist das wirklich eine große Erleichterung. Zum Beispiel bei Ausrüstung für Kaltplastik oder spritzbare Thermoplastik, wo die Applikationseinheit groß, unhandlich und oft dreckig ist. Und wenn man das alles auseinanderbauen muss, bedeutet das großen Aufwand. Bezüglich der Anschaffung einer solchen Maschine gelten die gleichen Überlegungen wie eben bei den Wechselaggregaten. Also zum Beispiel die Behälterkapazitäten, der Reinigungsaufwand, die Auslastungsmöglichkeiten und die Zukunftssicherheit der Investition. Aber hier ist der Umbau erheblich einfacher und schneller als beim Wechselaggregat. Der Umbau ist in circa einer halben Stunde machbar. Und damit ist es auch möglich, die Ausrüstung häufiger zu wechseln. Aber im Vergleich zum Wechselaggregat ist der Nachteil,
dass man für jedes Aggregat einen eigenen Vorderrahmen mit eigener Vorderachse, Hydraulik und so weiter benötigt. Das heißt, der Preis ist etwas höher als beim Wechselaggregat. Aber ich denke, die großen Vorteile wiegen den höheren Preis auf. Noch ein kleines Video. Ja. Also der Umbau hat circa eine halbe Stunde gedauert und wir sind da sicher nicht so geübt wie Sie als Kunden. Eine ebene Fläche ist von Vorteil. Und es gibt Kunden, die den Wechsel sogar manchmal auf der Baustelle durchführen. Für einen Vergleich oder die Auswahl eines Konzeptes können verschiedene Aspekte betrachtet werden. Die Container, die Behälterkapazitäten. Die Flexibilität auf der Baustelle, also gemeint ist, dort das Material wechseln zu können. Der Reinigungs- und Umbauaufwand, um zwischen zwei Materialtypen zu wechseln. Die Bedienerfreundlichkeit der Maschine, die Zukunftssicherheit der Investition und natürlich auch der Preis. Bildlich dargestellt würde eine ideale Maschine so aussehen. Bei allen Kriterien die volle Punktzahl. Aber das gibt es natürlich nicht. Alle betrachteten Maschinen haben ihre eigenen Stärken und Schwächen. Die Standardmaschine, also ein Material, eine Maschine, ist optimal in den Bereichen der Behälterkapazität, der Bedienerfreundlichkeit, weil wenig komplex, und hat einen geringen Reinigungsaufwand oder keinen für einen Wechsel. Und ich denke, das ist für die meisten von Ihnen auch das wichtigste Kriterium. Ist nicht ohne Grund der Standard, weil die meisten verkauften Maschinen sind sortenrein, also eine Maschine für jedes Material. Abstriche gibt es natürlich beim Preis, weil für zwei unterschiedliche Materialtypen braucht man eben zwei Maschinen. Ist natürlich nur ein Problem, wenn ich die nicht auslasten kann. Ansonsten verdienen ja beide ihr Geld. Außerdem ist man nicht so flexibel, und man legt sich auf einen Materialtyp fest. Wenn das Material, für das die Maschine gekauft wurde, nicht mehr gefragt sein sollte, muss die Maschine verkauft oder umgebaut werden. Das versuchen die alternativen Maschinenkonzepte auszugleichen. Also mit unterschiedlichem Erfolg. Auch mit Unterschieden in Komfort und Preis. Also die Kombimaschine mit zwei Behältern, hier rechts, im Bild legt zum Beispiel den Schwerpunkt auf die Flexibilität ohne Umbau- und Reinigungsaufwand auf der Baustelle. Das jedoch auf Kosten der Behälterkapazitäten. Wechselaggregat und Wechselrahmen versuchen dieses Manko zu vermeiden. Dafür muss aber eben mehr oder weniger aufwendig umgebaut werden. Ein Pluspunkt ist hier noch die Zukunftssicherheit der Investition, da man später Aggregate nachkaufen kann, sofern die Grundmaschine vorbereitet wird. Um ein Resümee zu ziehen, es ist möglich, verschiedene Typen von Markierungsmaterialien mit einer Maschine zu verarbeiten. Und bei einigen Materialkombinationen ist das auch ohne nennenswerten Mehraufwand möglich und damit auch empfehlenswert. Aber bei anderen Materialkombinationen steigt die Komplexität der Maschine schnell an. Daher ist grundsätzlich unsere Empfehlung, keep it simple. Die Maschine sollte so wenig komplex wie möglich sein. Denken Sie bitte an diejenigen, die jeden Tag mit der Maschine arbeiten. Alles, was an der Maschine installiert ist, aber für den aktuellen Materialtyp gar nicht benötigt wird, verwirrt, lenkt ab und birgt die Gefahr von Bedienungsfehlern. Also so einfach wie möglich. Und die meisten Verkaufsmaschinen sind auch Maschinen für einen Materialtyp. Natürlich möchte jeder irgendwie die eierlegende Wollmilchsau, aber eine einfache und übersichtliche Maschine mit optimalen Behälterkapazitäten lässt sich insgesamt effizienter
einsetzen und hat weniger Ausfall. Aber es gibt auch etliche Szenarien, wo eine Maschine für mehrere Materialtypen in Betracht gezogen werden kann. Zum Beispiel, wenn man nicht genau weiß, in welche Richtung sich der Markt entwickeln wird. Oder wenn man mit begrenztem Risiko einen neuen Materialtyp in seinen Markt einführen will, dann ist das Auftragsvolumen am Anfang gering, die Maschine kann aber ausgelastet werden. Oder wenn man häufig innerhalb eines Markierungsauftrages verschiedene Materialtypen applizieren muss, aber die Auftragsgröße so gering ist, dass der Einsatz von zwei getrennten Maschinen nicht lohnt. Und ein Aspekt ist natürlich auch, wenn das zur Verfügung stehende Budget begrenzt ist, aber man natürlich trotzdem mehrere Materialtypen anbieten will. Jeder muss seine eigene Gewichtung vornehmen. Eine eigene Gewichtung der Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Konzepte. Für seinen Markt, für sein Budget und auch für seine Zukunftspläne. Wir von Hofmann beraten Sie dabei gerne und unterstützen Sie. Sprechen Sie uns an, zusammen finden wir die für Sie optimale Maschine. Damit danke ich und für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie einige Ideen und Anregungen mitnehmen konnten. Dankeschön.